Es ist Zone 9, Midlands Encampment. In Besiege, hallo. Mein Name ist Trofdu und ich zerstöre jetzt 90% von allem, was hier rumsteht. Und zwar zählen dazu die Knights, die Tents und die Cannons. Und die Ritter sind wahrscheinlich nicht so das Problem. Die werden wieder auf uns zulaufen. Wir können vielleicht irgendwas machen, was sich dreht und sie dann zermatscht. Die Kanonen könnten kritisch sein und die Zelte da hinten, die sind eh statisch. Da könnte man einfach durchfahren. Und, wie es die Tradition so will, starte ich das Level einmal mit der Maschine aus der letzten Folge. Die Kanonen treffen zumindest schon mal nicht. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Ich habe mal wieder den Bombenabwurf verkackt. Oh, oh, hab da... Lol, what the fuck. Das war jetzt echt gut, ja. Wir sind geflogen, da hat uns ein Element... Da, guck, da ist schon wieder die Kanone. Trifft uns mit einer Kugel. Oh, oder jetzt, das war doch auch nice. Das ist ja ganz schön spaßig. Tja, wir könnten das Ganze noch ein bisschen... Ja, genau das wäre es. Wir könnten hochfliegen. Die Kanonen müssen wir wahrscheinlich nicht zerstören. 90% von allem, denke ich mal... Könnte gut sein, dass wir da die Kanonen weglassen können. Wie wäre es denn, wenn wir... Ich weiß ja nicht, ob man diese Flammenkugeln auch greifen kann. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal hin und sagen, grab mal bitte diese Flammenkugel. What the fuck? Ach so, okay. Klar, Flammenkugel setzt die Bombe natürlich in Flammen. Dann muss ich die Bombe wegnehmen. Ich denke mal, Zelte können auch abfackeln, oder? Wie, da kann ich nicht hinbauen? Warum? Etwa, weil ich den Grabber da vorher hingesetzt habe? Wie krank ist denn Ditte? Tatsächlich. Wir bauen danach auf jeden Fall auch nochmal eine andere Maschine. Nur eben mal kurz testen, wie das so aussieht. Oh, 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 jetzt geht's bergab. Was tut er? What the fuck? Der hat Spaß. Ja, aber er sinkt immer tiefer, gleich dreht er sich auf den Boden. Das sieht so. Gut. Löschen wir das Ganze und machen was Neues. Wir könnten einfach nach vorne fahren, die Leute überfahren, kein Problem. Die Kanone könnte uns natürlich schaden. Ist die Frage, wie wir da jetzt wieder das Ganze zum Fahren machen. Ach, jetzt hatte ich auch ganz vergessen, Regulus Maschine mal zu entpacken und mir ins Spiel zu hauen. Naja, wann anders. So, wie fahren wir denn? Machen wir eine Maschine, wo wir an allen Kanten ein Rad haben und die Räder lassen sich einzeln steuern? Oder so, wie ich es öfter mal mache, dass wir hinten so einen Überhang haben, mit dem man... Eigentlich müssen wir auch nur geradeaus fahren, ne? Vielleicht können wir auch einfach geradeaus fahren. Ich weiß gerade gar nicht, was ich baue. Mal schauen. So, faszinierend. Da könnte man jetzt natürlich schön Kanonen hinbauen. Ne, die brauchen nicht so viel Platz. Also man könnte ja erstmal vorne wieder so Spikes bauen, das hatten wir glaube ich schon mal. Flammenwerfer habe ich auch noch nicht gebaut. Wie baut man die denn? Flammenwerfer sind Waffen. Okay, da muss ich also noch einen Block hochbauen.
Mache ich das mal so, damit wir nicht auf einer Linie sind mit den Spikes. Da könnte man da drauf dann schon mal... Lol, wie das einfach mal abbricht. Müsste man verstärken. Ich möchte aber nur wissen... Ah, Gott, ich hab dich doch gerade ausgemacht. Fucking Thunderbird. Das Problem ist, ich habe da so ein Plugin drin, das heißt, man muss zweimal schließen und ich vergesse meistens zweimal zu schließen. Y. Okay, die funktionieren. Gefällt mir aber nicht. Gefällt mir nicht. Hatte ich diese eine Maschine mal gespeichert? Nee, hatte ich nicht. Schade. Ich hatte gehofft, wir hatten diese eine Maschine, wo wir so elegant durch das Minenfeld gefahren sind. Habe ich nicht. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Also es sollte schon ein bisschen breit sein, damit der Wagen auch nicht mal eben so umkippt, wenn eine Kanone von rechts kommt und ihn trifft. Machen wir vorne die Large Wheels hin, ne? So, dann hier vorne kann man da irgendwas... man könnte... Ja, das könnte man mal machen. Und dann mal gucken, ob das funktioniert. Lol. Rückwärts. Nein, hör auf mich zu treffen, du mit deinen Kugeln. Ich glaube, da kommen wir aber nicht durch. So. Soll ich sie denn mit einem Gelenk versuchen? Das funktioniert eh nicht, ne? Ach komm. Irgendeine Schwachstelle muss die Maschine ja haben, damit die auch eine Chance haben. Jetzt gehe ich aber doch mal etwas hier in Breite wieder. Mache ich die auch powered oder lasse ich die hinterher schleifen? Ich mache erstmal powered. So. Kommt einem soweit schon relativ bekannt vor. Lol, die gehen aber schnell kaputt. Dachte, die kriegen wir nicht kaputt. Oh, man könnte natürlich... Geht das? Das funktioniert ja sogar. Ist ja lustig. Das wäre auch mal eine interessante Sache, wenn ich jetzt hier die Flammenwerfer hinbaue und die dauernd feuern lasse, ne? Werde ich dann in die Flammen reinfahren, wenn ich vorwärts fahre? Ja, werde ich. Das heißt also, ich muss wirklich vorsichtig sein. Und ich darf mich nicht treffen lassen von der Nutte mit den Kanonen. Oder natürlich ganz gewitzt, ja. Ah, hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Ich fahr jetzt außen rum um die Kanonen. Nein! 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 Okay, Flammenwerfer funktioniert nicht. Macht mehr kaputt. Faszinierend. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Brauche ja gar nicht das Rad hier drunter packen. Kann ich ja einfach zack, 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 zack. Wie, das reicht nicht? Was reicht denn da nicht? Ist so weit genug weg?
kann ich denn? Nein! Verdammt! Das habe ich jetzt extra so in die Breite gebaut und dann geht es nicht. Wie krank ist denn das? So, nochmal. Den drunter packen, den drunter packen, dann packen wir hier nochmal ein paar Spikes hin, falls da einer hinkommt. Okay, ich muss definitiv hier an der Seite meine Blades wegnehmen, die hindern uns nur daran weiterzukommen. Dann... was kann man noch machen? Vielleicht wirklich ein kleines Katapult noch drauf oder so, um hinten die Tents zu erreichen, da müssen wir nicht durchfahren. Wie mache ich denn am besten Katapult darauf ohne das... Das Problem ist ja, es kommt sofort der Pfeilhagel und dann brechen wir direkt kaputt. So, einmal durchziehen. Ach, intelligent. Wer die Intelligente? Das muss man natürlich mit einem normalen Hinge machen und nicht mit einem festen Block. What the fuck? So. Intersection. I intersect your mom. Müssen wir mal einmal auf den Boden setzen. Und dann muss der wieder weg. Es ist halt, wie gesagt, wirklich schade, dass man da so nicht sagen kann, dass der linke Teil hiervon runterhängen soll. So muss man immer gucken, dass man da noch genug Platz hat. Und im Endeffekt ist das nur verschwendeter Platz. Wenn ich jetzt hier den Hole da drauf packe und da deine Flaming Ball rein, guck mal, was wir da an Höhe haben. Und eigentlich haben wir diese Höhe nicht, weil der sofort, sobald wir die Maschine hinpacken, in den Ursprungszustand geht, wie er sein sollte. Nämlich, dass das hinten runterhängt. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Die Spring ist L. Kommen wir nicht allzu weit mit. Müssen wir mal testen. Nach vorne fahren, L drücken. Nein! Verdammt! What the fuck? Okay. Das ist natürlich nicht gut. Da muss ich jetzt irgendwie noch was bauen, um das Ding daran zu hindern, dass es wegrutscht. So. Das Problem ist, das darf nicht anfangen zu brennen. Da geht er nicht zu tief, nicht tief genug. Das heißt also, der fällt trotzdem runter. Mann, Mann, Mann. Reicht es? Nee, reicht nicht. Aber schon ganz gut, so vom Prinzip her. Ich kann über die Leute drüber schießen und setze die Zelte in Brand. Ich könnte natürlich auch die Leute in Brand setzen und mal gucken, wie weit ich durchkomme. Kann ich das Feuer bis... Ne, kann ich nicht bis zu den Zelten tragen. Also im Idealfall überfahre ich die erste Reihe, werf das Feuer auf die zweite und fahre dann durch, um die dritte zu erreichen. Verdammt! Schieß weit genug. Lololololololol, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ich werde euch alle überfahren. Zwar hintenrum.
Nein, nein! Bricht doch nicht auseinander. Verdammt. Nein, 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 nein. Das Problem ist, dass ich vorne immer an dem scheiß Stein hängen bleibe. Okay, jetzt habe ich mich selbst in Brand gesetzt. Okay, jetzt habe ich mich selbst in Brand gesetzt. Ich bleibe immer an dem Stein hängen. Da rechts. Oder ich müsste versuchen hinzufallen und also sobald das Ding auseinanderfällt. Ah, jetzt nein! Sobald das Ding auseinanderfällt, müsste ich drücken. Vielleicht nochmal weg. Vielleicht wirklich etwas, was nur daraus besteht, dass man alle überfährt. Das darf aber nicht zu breit sein. Und es muss steuerbar sein. So, das Rad braucht Platz bis da, dann kann ich wieder hier eins bauen. Huch! Nee, zurück. Da. Hey, da kann ich auch eins bauen. Je mehr Räder, desto mehr Leute können wir damit überfahren. Und dann ganz unten wieder. Okay, der mittlere fällt dann halt weg. Oh. Also funktioniert das doch nicht. Weil die hier ineinander greifen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich da welche hinbauen kann. Der Rest geht aber. Klar müsste das Ganze dann noch ausgepolstert werden. Ach, guck mal, ja, wenn ich den hier so runterlasse. Das ist schon faszinierend. Die Klingen unten, die drehen sich alle in die gleiche Richtung. Die drehen sich alle von links nach rechts. Ja, und dadurch, dass sie sich alle von links nach rechts drehen, wird die Maschine beim Setzen nach rechts gedreht. Das ist schon ziemlich cool. Man kann aber leider auch keine negative Rotation Speed einstellen. Das kann man also nicht ausgleichen. Es sei denn, ich würde jetzt oben drauf noch welche packen. Weil die dann logischerweise automatisch genau umgekehrt drehen. Also wenn ich jetzt hier einen hinpack, da einen hinpack, da einen hinpack und da einen hinpack, dann bricht alles zusammen. Auch nicht schlecht. Boah, ich weiß auch gerade echt nicht, wie ich das Level denn selbst gemacht habe. Es ist ja nicht allzu schwer. Aber ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. So, die Streben kann ich nicht an den Platten. Verdammt. Kann ich nicht an den Platten festmachen. Ich lasse es jetzt mit den fucking Sheets da. Die Spinning Blades. Nee, Circular Saws, die bringen doch nichts. Muss reichen. Und an gleicher Stelle bauen wir dann hier und da nochmal eine Querverstrebung. Na komm, so, da rein. Akt
aktuell noch komplett ohne Steuerung. Aber es reicht. Also, die dümmsten Maschinen sind die, die am besten funktionieren. Jetzt könnte man natürlich... Nein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, hier, dann sage ich einfach mal, der da ist rechts, links, der da ist links, rechts, müsste der gehen, ne? Hä? Ich habe den noch gerade auf links... Achso, der dreht sich nur mit da hinten. Dann müsste man minimal das Ganze beeinflussen können, ist aber auch wirklich nur minimal. Guck mal, der hat doch praktisch keinen Grip da, wenn die anderen nicht mitmachen. Müsste man also bei noch mehr Rädern sagen. Copy. Paste. Nein, Copy und Paste. Hä? Moment mal, da stimmt doch was nicht, ne? Haha, es ist up and right, das sollte doch left and right sein. Hatte ich doch gerade eben recht. So, ja, genau. Funktioniert trotzdem nicht so ganz mit dem Hin- und Herdrehen, aber so ein bisschen klappt es. Und damit kann man sich auch gezielt durchnavigieren. Danke für den Schuss, ich habe gerade festgehangen, das hat mir sehr viel geholfen. Guck mal, die hängen da vorne fest. Die hängen da vorne fest. Vielleicht braucht es doch etwas, was die Menschen zerhackt. Den kann ich aber eh nicht so oft nebeneinander anbringen, ne? Ne. Mist, jetzt habe ich den Flammenwerfer nicht auf Feuern, wenn ich drücke, gelegt. Jetzt muss ich ihn immer an- und ausmachen. Das ist natürlich nicht so elegant, weil ich jetzt wieder reingefahren bin. Und ich komme nicht durch. Nein! Flammenwerfer sind echt nicht meins. Und jetzt vielleicht noch oben drauf ein paar Cannons. Wieso kann ich die nur dahin packen? Da ist nicht genug Platz. Gut. Darf man also erst spät einsetzen? Nein, nicht so weit nach rechts, nein. Schnell, wir müssen entkommen. Nein, nein, nein! Verdammt! Je länger ich dran baue, desto schlechter wird er. Komm rum da und jetzt nochmal rein. Ja, ich möchte doch nur noch einmal bestätigt haben, dass ich es kann. Dass es kein Glück war, dass ich es auch wiederholen kann. Nein, in die andere Richtung. Yeah, I did it. Komm, euch kriege ich auch noch. Oder auch nicht. Habe ich überhaupt noch ein Steuerrad? Nee, ne? Doch, ich habe noch zwei Steuerräder. Und ja, euch auch. Komm da. Ah, der lebt noch. Wieso lebt er noch? Ich habe vorne keine Waffen mehr dran. Das heißt also, ich muss ihn mit dem Rad treffen. Ah, da. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Kanone da. Komm, schieß auf mich. Sie zielt, aber sie schießt nicht. Na, jetzt hätte ich... Na, fast erreicht. Jetzt nochmal. Yes! Ha, so. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles erledigt. Eine schreckliche Maschine, aber hey, Ziel erreicht.
Soll erstmal reichen für dieses Level. Das nächste Level wird dann hoffentlich wieder etwas anderes. Habe ich mich jetzt nicht so gut geschlagen. Gebe ich zu. Sehe ich ein. Bis dann. Tschüss.